Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit der Sendung Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin Sashi und heute im Studio ist auch der Till von dem YouTube-Kanal Till. Was denn? Ich hab gedacht, du greifst mich an. Achso, ich dachte, ich hätte eine feuchte Aussprache. Von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Und heute haben wir den 3. Juni und der 3. Juni, da haben wir wieder ein Geburtstagskind und das Geburtstagskind heute ist Mario Götze. Mario Götze, unser Weltmeister-Torschütze hier. Da hast du eigentlich die Weltmeisterschaft verfolgt? Ja. Damals, 2014? Ja. Hast du das Ding live gesehen? Auch ihn habe ich live gesehen. Warst du in Brasilien? Nein, live im Fernsehen. Nur im Fernsehen. Okay, ich dachte schon, wo hätte das sein können? Manche Leute waren ja sogar im Bereich. Ich kenne ja Leute, die waren in Brasilien. Und denen habe ich das nicht gegönnt. Nee, kann ich verstehen. Ein Bekannter von mir, der ist bei dem Spiel Brasilien gegen Deutschland im Stadion gewesen. Oh, Knaller. Und das Geile war ja, der hat dann auch Karten fürs Finale gehabt und ist dann wieder zurückgeflogen nach Deutschland, weil nämlich er am nächsten Tag hätte arbeiten müssen. Und wenn die Deutschen dann entsprechend im Finale gewonnen hätten, dann hat er befürchtet, dass er nicht mehr nach Hause kommt. Deswegen ist er nicht zum Finale gegangen. Nein! Muss man sich mal reinziehen. Ah, aber Brasilien war geil. Ja, Brasilien, 14:0 irgendwie oder sowas ist es ausgegangen. Oder 13:9 oder, ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr viele Tore gefallen. Ja. Ja. Was war am 30. Mai noch? Am 3. Juni, Entschuldigung. Was war da noch? Was nicht ganz so schön ist, und zwar in der Nähe von Hannover bei Eschede, ist dieser ICE, der Röntgen, entgleist und hat sehr viele Menschenleben gekostet. Ja, das war damals in Eschede, da ist der so irgendwie so ineinander. 98 war das, gucken, ja. Mal gucken, ob wir hier auch ein Bild reinkriegen. Das war, hier, das ist das Bild, genau. Ja. Und in Eschede ist das halt passiert, dass das erst entgleist und das war unter so einer Brücke und sowas. Genau. Das war am 3. Juni. Am 3. Juni ist auch Tag des Fahrrades. Ja, hier sehen wir es. Ja, Tag des Fahrrades. Oh, ja. Geil. So eins hatte ich. So eins hattest du? So ein Bonanza-Rad? Bonanza-Rad, ja. Wie geil ist das denn? Ja, ist hattest du geil. Auch sowas mit so einer Blendeschaltung? Also keine Schaltung, sondern nur so ein Hebel, der nichts bewirkt hat? Nein, ich hatte wirklich eine Dreigang-Nabenschaltung in der Mitte. Oh, das ist natürlich ein Knaller. Ja? Aber das Fahrrad hast du nicht mehr, gell? Leider nein. Das wäre heute 1 Million Euro wert, glaube ich. Oder 2. Mindestens. Also das war richtig geil. Warum hieß das eigentlich Bonanza-Rad? Keine Ahnung. Weil es gab ja die Fernsehserie Bonanza. Ja, aber die hatten ja eher Pferde. Ja, ja, eben. Deswegen, was hat das mit Bonanza zu tun? Schreibt das doch mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, was das mit dem Bonanza auf sich hat. Das wäre jetzt mal interessant. Ja. Was auch interessant ist. Was denn? 1987. Was denn da? Achso, ja, genau. Ja. Am 3. Juni 1987 war? Erich Honecker, das allererste Mal in den Niederlanden. In den Niederlanden, das ist ja wichtig. Ja. Ja. Muss man auf jeden Fall mal gewusst haben. Ja, und heute hier bei Daily, oder beziehungsweise immer bei Daily, kriegt man ja immer die ganz, ganz wichtigen Fakten von den entsprechenden Tagen. 3. Juni, Erich Honecker war in wo du mal? In den Niederlanden. In Holland, genau. In den Niederlanden. Nein, nicht in Holland, in den Niederlanden. Ja, vielleicht war er in Holland, weißt du ja nicht. Ja, aber Holland ist nur eine Provinz. Ja, aber vielleicht war er in Holland. Ja, möglicherweise, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht, genau. Boah, Erbsenzähler. Und Tag des Fahrrades ist heute, ganz wichtig. Da, also heute Fahrradfahren, Fahrradfahren, Fahrradfahren. Genau. Mario Götze hat Geburtstag. Und es jährt sich das Zugunglück von Eschede. Von Eschede, genau. So. Das war Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Schaltet morgen wieder rein mit ganz viel Wissen zum 4. Juni. Auf jeden Fall. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.